Hör her, Sebastian Bandera, auch wenn es zu spät ist, die Verrückten waren in Wahrheit wir. Saubere Straßen, solide Häuser, Fassaden aus Granit. Ich wundere mich, dass hier kein Gestank herrscht. Warum haben Sie mich hier herausgelassen? Panoramabilder mit schönen künstlichen Gärten vor jedem Gebäude. Einige Türen haben Spiegelglas. Und ich sehe meine Gestalt darin. Und was für eine Gestalt. Ein verschrägter, bärtiger Mann mit knochigem Gesicht, mit weit aufgerissenen Augen und zittrigen Händen. Habe ich im Gefängnis einen Virus aufgeschnappt? In zerknitterter Kleidung, ohne Strümpfe, mit ausgetretenen Schuhen. Erst kann ich es nicht ertragen, mich zu beobachten. Unangenehm. Ich schäme mich vor mir selbst. Der da bin ich. Ich muss mich akzeptieren. Der Mann, der sich in der Tür spiegelt, ist eine immer gegenwärtige Möglichkeit in jedem von uns. Sie ist bei mir Wirklichkeit geworden. Mein Problem ist nur, noch halte ich eine gewisse Distanz zu diesem anderen Mann. Kann mich aus der Entfernung sehen, einigermaßen mit dem anderen leben. In dem Maße, wie ich in diese neue Figur schlüpfe, werde ich das Siegel brechen. Noch kenne ich ihn nicht. Aber ich wüsste nicht, wie ihn ablehnen. Denn der Mann, den das Glas widerspiegelt, bedeutet den Beginn der Erkenntnis. Er steht für die Verwandlung eines Menschen, der einmal Susa hieß. Ihn abzulehnen bedeutet, den Vorgang der Offenbarung zu unterbrechen. Die Existenz dieses anderen ist Teil der Entdeckung. Jede Veränderung muss notwendigerweise im Menschen beginnen, um danach das Ganze zu umfassen. Die äußere Modifikation, die Veränderung der Gesellschaft kommt von innen. Ich werde nicht verfolgt, das ist merkwürdig. Es ist noch kein von Natur aus misstrauischer Agent aufgetaucht. Das sind nur meine Schritte. So laut, dass es mich stört. Ich halte an, blicke mich um. So ein Viertel wie dieses hier kann nicht unbewacht sein. Verborgene Kameras? Männer mit Ferngläsern auf den Dächern? Scharfschützen? Schlapp von der Sonnenhitze, nass, hinkend wegen der verflixten Arthrose, die sich auf einmal bemerkbar macht, gehe ich weiter. Ich versuche mich an den Schildern zu orientieren, aber es gibt unentzifferbare Symbole. Das müssen Hinweise für eine besondere Kategorie von Menschen sein. Die Mauer erstreckt sich bis ans Ende der Straße. Hoch. Vor kurzem erst gestrichen. Das heißt, es gibt noch etwas Instandhaltung in dieser Stadt. Ich habe die Mauer erst gesehen, als ich schon ganz nahe war, wegen der Farbe und des tiefliegenden Nebels. Ich schleppe mich langsam daran entlang. Ich komme nur schlecht vorwärts, mein Bein schmerzt heftig. Ich lehne mich an die Wand, um auszuruhen. Ich fahre zusammen. Sie ist kalt. Ja, ich würde sagen eiskalt, wenn man sie mit der Hitze vergleicht. Ich glaube, das ist ein Irrtum. Ich frage mich, ob es auch für den Tastsinn so etwas Ähnliches wie Halluzinationen gibt. Ob es eine Wahnberührung ist. Ich lehne mich von Neuem dagegen. Die Mauer ist kühl. Wie die Wand eines Kühlhauses. Es sind noch keine 5 Minuten vergangen, da nähert sich ein Mann in einer khakigelben Uniform und Lederschurz. Er schnieft unaufhörlich, hat eine wunde Nase, hält vor mir an, um mich zu beobachten. Vorsichtig, ohne zu wissen, was er mit mir anfangen soll. Er geht hin und her, leicht misstrauisch.
Dann mit fester Stimme: Was machen Sie hier? Nichts, ich ruhe aus. Sie müssen weg hier. Warum? Das ist eine Sicherheitszone. Warum? Was ist hinter dieser Mauer? Wohnhäuser. Das ist der klimatisierte Superblock. Sagen Sie mir nur eins. Leben da drin Leute? Wirklich? Natürlich wohnen da welche. Was soll denn diese Frage? Das Volk sagt, sie sind alle tot in diesem Superblock. Ach was, alle lebendig. Das sind die geheimen Beamten. Kennen Sie einen? Nein, die leben nur da drin. Das heißt, ihr kommt gar nicht rein? Natürlich nicht. Wir sind nur die externe Wache. Wir verständigen uns mit der internen über Funk. Sie haben nie einen gesehen, keinen einzigen? Es ist nie jemand herausgekommen, zu Fuß oder im Auto. Sie haben nie ein offenes Fenster gesehen? Was heißt gesehen? Sehen Sie doch mal diese hohe Mauer an. Und die kommen nicht raus. Wozu? Da drin gibt es alles, ein Paradies. Unangenehm an diesem Wächter ist sein Geruch. So charakteristisch für die Leute, die an Eingeweide zerstört sind. Er gehört sicher zu den Leuten, die einmal als Versuchskaninchen für künstliches Essen gedient haben, als die Chemie noch nicht so weit entwickelt war. Die Labors des Systems stellten in bestimmten Regionen Experimente an, um die Reaktionen des menschlichen Organismus zu erkundigen. Das Essen zerstörte den Stoffwechsel. Jetzt leiden diese Menschen an vielfachen Blähungen und sind in einen fürchterlichen Gestank eingehüllt, den sie selbst kaum ertragen können. Wegen dieser ständigen Blähungen dürfen sie sich nicht mehr in der Stadt aufhalten, nur in verlassenen Gebieten. Ich weiß auch, warum sie den Superblock nicht betreten. Unmöglich. Niemand kommt heraus. Wie halten die das aus? Gut. Ich werde es Ihnen erzählen, aber sagen Sie es nicht weiter, ja? Na, hören Sie mal, wem soll ich das denn schon erzählen? Es ist nichts Schlimmes daran, wenn man erzählt, dass Sie ab und zu herauskommen. Sie kommen heraus? Wohin gehen Sie denn? Hier in die Nähe. Sie verbringen den Nachmittag oder den Sonntag im Entladungscamp. Reiche Leute, das ist etwas anderes. Wer eine Entladung braucht, das bin ich. Was soll ich erst sagen? Wissen Sie, was es heißt, um diese Mauern herumzulaufen, ohne je einen Mensch zu sehen? Tagelang, wochenlang, wie ein Gefangener. Haben die Nachbarn? Nette Leute in diesem Viertel. Alle verschanzt. Die haben eine Sterbensangst, auf die Straße zu gehen. Haben Sie Personal? Der eine oder andere kommt vorbei, aber ohne sich auf ein Schwätzchen einzulassen. Ein paar Worte braucht so einer wie ich. Woher sind Sie? Aus Veracruz. Aus dem Landesinneren von Sao Paulo. Was haben Sie dort gemacht? Was alle Welt machte, wenn man ein Stückchen Land besaß. Ich habe in der Produktion energetischer Ernten gearbeitet. Waren Sie es leid? Die Erde war es leid. Die Pflänzchen wurden immer kleiner, das Ungeziefer zerstörte alles. Entschuldigen Sie, aber mein Problem, wenn ich so mit Ihnen rede, ist diese Furzerei. Nicht einfach, Alter. Und wenn wir uns mehr voneinander entfernen? Dann höre ich nichts mehr. Erzählen Sie mal, wie sind diese geheimen Beamten? Nur wie alle anderen. Sie haben einen Kopf, Hände, Füße und Mund. Es gibt Glatzköpfige, Zahnlose und die mit dem hängenden Beutel. Mein Neffe trägt auch so einen. Wissen Sie, dass sie weiß sind? Richtig weiß. Wie Milch. Weiß wie die weiche Zuckereiweißmasse von einer Mariamole. Mariamole? Sie erinnern sich noch an Mariamole? Ich bin damit aufgewachsen. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen eine Adresse geben, wo man hervorragend Mariamole isst. Im vergessenen Zentrum von Sao Paulo. Gehen Sie doch mal hin. Haben Sie eine Zirkulationsmarke für die Gegend? Ja, unsere Marken gelten überall. Ich bin Wächter bei den Geheimen. Ob die Mariamole wirklich gut ist? Mit künstlicher Milch und künstlichem Kokos gemacht. Die Milch ist echt. Sie kaufen Milch von jungen Frauen. Von jungen Frauen verstehe ich nicht. Ach herrje, jetzt habe ich mich verquatscht. Ich habe vergessen, dass der Kerl Sicherheitsbeamter ist. Ich kann ihm nicht von den schwangeren jungen Mädchen erzählen, die heimlich Kinder kriegen. Es würde Alarm geben, weil die Sterilisation nicht überall funktioniert. Die Nachforschungen würden zu den Shelters der Kinder, die das System zum Gespött gemacht haben, führen. Alle Kinderstätten würden auffliegen. Natürlich wird den Kindern nichts passieren. Die Verblüffung wäre groß und ich wette, dass keine einzige staatliche Abteilung eine Vorstellung hätte, was dann zu tun wäre.
Diejenigen jedoch, die die Shelters unterhalten haben, würden isoliert werden. Den Müttern wäre jeder Kontakt zu den Kindern versagt. Ich muss ihn ablenken. Was nicht schwer ist, der kommt mir sowieso ein wenig benommen vor. Vielleicht wegen der Blähungen. Nicht leicht, in einer verdünnten Atmosphäre wie hier zu leben. Warum stellen Sie nicht Kleidung wie die für die Astronauten her mit Sauerstoffflaschen? Damit würde man die mühselige Pein vermeiden. Sprechen Sie, welche Milch von jungen Frauen? Ein Scherz. Denken Sie, denn junge Mädchen haben Milch? Wenn sie Kinder haben, ja. Ja, aber wer hat schon Kinder? Na, da haben Sie recht. Na, ich werde mal weitergehen. Verflixte Arthrose. Ich werde noch mein Bein amputieren lassen müssen und zum Invaliden werden. Fast brauche ich eine Krücke. Ich will mich rasch entfernen, bevor er etwas merkt. Einmal hat eine Masseuse mich richtig durchgewalkt und für ein Jahr war alles gut. Warten Sie, mein Herr! Was ist? Ich habe vergessen, Ihnen die Adresse zu geben, nicht wahr? Nein. Der Chef hat unsere Unterhaltung über das Walkie-Talkie gehört und angeordnet, Sie zu verhaften. Er will mehr Informationen über die Maria-Mole, über die Milch der jungen Frau. Was soll ich machen? Er ist von Natur aus misstrauisch. Ich gehe, ich habe nichts weiter zu erzählen. Reiner Unsinn. Er richtet die Waffe auf mich. Ich fahre zusammen. Revolver versetzen mich ganz schön in Angst. Ich mache ihm ein Zeichen, er solle sich beruhigen. Ich werfe mich unversehens auf ihn, wir gehen beide zu Boden. Ich spucke ihm in die Augen. Wieder einmal in meinem Leben überrascht mich meine eigene Kraft. Mit meiner Faust ziele ich daneben, treffe aber mit dem Ellbogen sein Kinn. Zack, Peng! Aus dem Walkie-Talkie ertönt unaufhörliches Piepen, ich schalte es aus. Ich durchsuche den Sicherheitsbeamten, nehme seine Zirkulationsmarke an mich, die Trinkflasche und ein paar schwarze Kekse. Keinerlei Geld oder Ausweise. Ich reiße den Gürtel ab, ich fessle seine Füße, lehne mich wieder an die gekühlte Mauer, um mich zu erholen. Wenn es nach mir ginge, würde ich das ganze Leben hier bleiben. Ich schleppe mich auf dem Bürgersteig entlang, bezwinge die Schmerzen in meinem Bein. Egal, ich muss fliehen, die Kerle werden schon hinter mir her sein, sie können jederzeit irgendwo auftauchen. Was für eine blöde Idee, von der Milch der Mädchen zu sprechen. Ich sehe ein, dass es dämlich war. Lauter Mädchen mit nackter Brust, sie nehmen die Milch ab, damit die Köchin in Maria-Mole zubereiten können. Ich habe das gesagt, ohne es zu wollen, und fast hätte ich eine der geheimsten Vorhaben aller Zeiten aufs Spiel gesetzt. Unsere Putzfrau hatte heimlich ein Kind bekommen. Sie war plötzlich schwanger. An einem Punkt versagte die Sterilisationsmethode. Sie beschloss, das Kind auszutragen. Sie wusste von den Shelters, weil sie eines Tages auf der Straße mit einem Mann zusammengetroffen war, der von der Organisation erzählte. Sie wurden Freunde. Durch ihn wurde ich Mitarbeiter, beschaffte hin und wieder Geld, Wassermarken, Essensrationen in winzigen Mengen. Ich lernte, Kinder zu versorgen, hatte Dienst in der Kinderkrippe und in der Schule. Meine Absicht war es, Tadeo Pereira hinzubringen und eines Tages auch Adelaide. Eine nicht enden wollende Mauer, grau. Wenn sie wenigstens bunte Bilder oder eine Tapete mit Wald und Tannen angebracht hätten. Es steckt eine bestimmte Absicht hinter dieser Monotonie, ich weiß nur nicht welche. Ich würde so gern dahinter sehen. Vielleicht können wir eines Tages eindringen. Die kleine Stadt unter der Kuppel einnehmen. So wie damals Troja. Oder die Bastille, oder Jerusalem durch die Kreuzritter. Ich bringe alles durcheinander, verheddere mich. Ob die Acrylpaläste wohl hier stehen? Wenn ja, wohnt mein Neffe hinter diesen Mauern. Und Adelaide muss auch dort sein. Ich bin ziemlich sicher, dass sie bei ihm lebt, was mich beruhigt. Adelaide ist in Sicherheit. Ich frage mich nur, ob sie sich noch frei bewegen kann oder im Haus festgehalten wird. Er kann verhindert haben, dass Adelaide sich mit mir verständigt. Ihre Abwesenheit verwirrt mich nicht mehr. Auf der einen Seite die Mauer, auf der anderen die schützenden Gitter. Ein schmaler Gang. Die Lichter gehen an. Die Schwüle ist kein bisschen besser geworden. Mal sehen, ob ich in diesem Winkel der Erde ein bisschen schlafen kann, bevor die Kälte des Morgengrauens hereinbricht. Die schwarzen Kekse schmecken entsetzlich.
Das reicht mir schon. Mit Wasser scheint es zu quellen und den Magen auszufüllen. Früher aß der Nordestino Mehl, trank Wasser und formte so einen Kuchen. Vielleicht werde ich mit einem Schatten verwechselt, wenn ich mich in die Kurve lege. Der Mast steht vor der Kurve. Ich lege mich im Dreieck hin und glaube, man sieht mich nicht. Ich wache auf vom Gestank. Es riecht nach verfaultem Fleisch. Ein bisschen Wind? Welche Hoffnung. Der Boden ist abgekühlt. Ich werde noch ein bisschen ausruhen. Ich habe gut und ruhig und traumlos geschlafen. Die Morgenfrühe nutzen, um zu laufen. Ich fühle mich blendend. Nicht, dass ich das Bad vergessen hätte, das will ich immer noch. Hida, halt, ausweisen! Sicherheit. Sicherheit? Siehst aber nicht so aus. Und du, hast du dich schon mal angesehen? Was ist mit mir? Ich müsste dich um einen Ausweis bitten. Ich habe einen. Ich auch. Hast du nicht daran gedacht, dass ich verkleidet sein könnte? Verkleidet? Wozu? Vertrauliche Mission. Nicht einmal ich weiß, was es ist. So was gibt es, Kamerad. Wir müssen erst erfahren, was für eine Mission wir haben, dann können wir sie auch erfüllen. Sie erschweren unsere Arbeit nur. Alles wird immer bürokratischer. Gehst du weiter? Ich habe den Befehl, die ganze Gegend zu beobachten. Da vorne ist es schwierig. Total ist durcheinander. Sie bitten um Verstärkung. Die Lage wird mit jedem Tag komplizierter für uns. Große Durchlässigkeit in den ärmsten Lagern. Das Völkchen bricht aus. Schießen. Das ist schon geschehen. Aber es sind zu viele. Wie in China. Das nimmt kein Ende. Fällt einer um, tauchen zwei andere auf. Ist das ein Problem davon? Nein. Das sind die Schlangen für diese Schirme aus schwarzer Seide. Hast du schon davon gehört? Ja, ich glaube kein Wort davon. Das Volk aber. Weil sie in der Sonne verrückt werden, klammern sie sich an irgendwas. Die Sonne hat mehr Menschen getötet als Hunger, Krankheiten und Zivilitäre. Die offiziellen Kreise sind durchbrochen. Das Problem ist, dass das System verspricht und verspricht und die Markisen werden einfach nicht fertig. Wenn sie dich so reden hören, dann adieu, dann schicken sie dich in die Isolation. Wir von der Sicherheit kommen nicht in die Isolation. Jetzt hast du dich aber verraten. Gib mir deinen Ausweis. Und was jetzt? Vielleicht können wir uns einig werden. Gib mir irgendwas und hau ab. Ich habe einen kleinen schwarzen Keks. Weitergehen. Egal. Zurückgehen. Auch egal. Bloß weg von hier. Ich will laufen, gegen Abend vor Müdigkeit umfallen, damit ich irgendwo schlafen kann. Wenn ich bis zum Abend überlebe. Es ist noch Morgen. Der Boden brennt. Meine Füße brennen. Sie werden voller Blasen sein. Wenn ich wenigstens einen Tag im Entladungscamp verbrächte, könnte ich mich von dieser Angst und von diesem Druck befreien, der mir die Kehle zuschmürt. Aber die Camps sind nur begrenzt zugänglich. Vielleicht könnte mein Neffe mir eine Erlaubnis besorgen, aber ich darf nicht vergessen, dass der Elende mich hat umbringen wollen. Die Straße erbebt, als würden die Häuser in der Sonne einstürzen. Wenn ich hüpfend weitergehen könnte, aber wo ist meine Kraft? Ein Dach, eine Kollektivhaltestelle, wenigstens Schatten gibt es. Ich habe das Recht, dort zu bleiben, bis der Bus kommt. Eine Fernsehkamera auf mich gerichtet. Ich bewege mich hin und her, sie folgt mir. Wo sind wohl die Kontrollen? Unangenehmes Gefühl, dass sie mein Bild irgendwohin, ich weiß nicht wohin, projizieren. Laufen, teurer Bürger, immer weiter laufen. Deine Zeit ist abgelaufen. Die Stimme kommt irgendwo aus diesem Unterschlupf. Eines der Rohre muss ein Sender sein. Ich werde nicht mit einem Eisenrohr sprechen, auch wenn es mich hören kann. Ich muss eingenickt sein. Die Sonnenglut macht einen fertig, erdrückt einen. Ich kann hier nicht raus. Lieber so tun, als hätte ich nichts gehört. Das Unwohlsein ist vorbei.
Wahrscheinlich niedriger Blutdruck. Die Fenster sind geschlossen, die Gebäude sehen jetzt volkstümlicher aus, einfacher. Ich sehe Wäsche auf der Leine, ein Zeichen, dass dort jemand wohnen muss. Jetzt spüre ich den Geruch näher. Es heißt, er kommt von den Leichen, den Exkrementen und den Abfällen. Diese Ventilatoren können den Gestank nicht immer vertreiben. Man erzählte mir immer und ich redete es nach, dass die Bewohner in einigen Vierteln die ganze Zeit über Masken benutzen und dass am Erdboden die Tiere sterben. So weit sind wir schon. Wer weiß. Heute hängt der Nebel höher. Weiterlaufen. Es gibt keinen Bus. Die Linie dieser Avenida wurde umgeleitet. Folgen Sie den Hinweisschildern. Die ausgedehnten Markisen sind schon vorbereitet. Ich sitze und höre diese Stimme eines Niemand. Einer Stimme gehorchen. Das ist sicher eine Tonbandaufnahme. Bin ich blöd? Da läuft dieses Bändchen ab und redet. Und die Leute tun das, was es sagt. Ich nicht. Ich betrachte den Boden. Die Pflastersteine weichen auf, sie werden zu einem dunklen, zähflüssigen Brei. Ich sehe zwischen den Steinen in der Ritze etwas glänzen, ein quadratisches Kästchen, etwas größer als eine Armbanduhr. Als ich versuche, es aufzunehmen, merke ich, dass es in einem Loch steckt, als hätte jemand es genau dorthin getan. Ob die Stimme von dort kommt? Ein Minisender? Ich ziehe mit Gewalt daran, benutze die Schnalle meines Gürtels dafür. Innen summt es. Ich bekomme Angst. Es könnte eine Bombe sein, ein Explosionsmechanismus. Seit wann sind keine Bomben mehr explodiert? Ruhig bleiben. Unbekannte Dinge vermitteln Unsicherheit. Wir stellen uns alles Mögliche vor. Ich drehe das kleine silberne Ding hin und her, bis ich es irritiert auf den Boden werfe. Wenn etwas surrt, dann funktioniert irgendein Mechanismus. Wozu? Und warum ein versiegeltes Kästchen? Ich komme mir vor wie ein Kind, das ein Spielzeug zerbricht, um zu sehen, was drinnen steckt. Nur gut, dass ich mich von dem Kind in mir beherrschen lasse. Der Deckel springt auf. Kein elektronischer Apparat. Jedenfalls sieht es nicht so aus. Hunderte von Millimeter großen Zahnrädchen, die sich mit höllischer Geschwindigkeit drehen. Die einen stoßen die anderen an. Es gibt kein Tick-Tack wie bei einer alten Uhr. Als würde alles auf sorgsam arrangierten Achsen laufen. Nur das Summen. Was zum Teufel kann so ein Ding bedeuten? Wozu ist es da? Was setzt es in Bewegung? Mit dem Dorn der Schnalle versuche ich, eines der Rädchen anzuhalten. Statt anzuhalten, springt es aus dem Kästchen heraus und dreht sich immer weiter und steigt mit größter Geschwindigkeit auf. Wie der Propeller eines Hubschraubers. Dann fällt es auf den Bürgersteig, direkt neben mich. Als ich es aufheben will, springt es vor mir her und nistet sich zwischen den Pflastersteinen ein. Es passt sich in ein winziges Loch ein und dreht sich weiter. Sei es ein Bohrer. Feiner Staub steigt auf. Mein Blick schweift fasziniert von dem Rädchen zum Mechanismus, dessen hunderte von Rädchen sich ihrerseits weiterdrehen, unabhängig von dem, das da herausgesprungen ist. Ich knie mich auf dem Bürgersteig, das Gesicht ganz nah am Boden, und betrachte dieses Mobile. Woher kommt nur die Energie? Der Impuls, dass dieses Rädchen sich mit solcher Geschwindigkeit fortbewegt. Jetzt ist schon das ganze Rädchen in dem Loch. Wie tief wird es eindringen, wenn ich nichts tue? Überwältigt stelle ich fest, dass ich völlig unwissend vor diesem Mechanismus stehe, der wie von selbst funktioniert. Von selbst? Ich merke, dass ich dauernd Fragen stelle. Ausgerechnet ich, der ich jede Neugier verloren hatte. Ich lebte in jenem Büro, akzeptierte alle Dogmen, ohne sie je zu hinterfragen, daran zu zweifeln oder sie abzulehnen. Ohne Impuls, ohne Antrieb. Sebastian Bandeira, mein Verwandter, wollte auch, dass sein Rad sich aus eigenem Antrieb drehte. Aber das Rad blieb reglos. Und wir wussten alle, dass es so bleiben würde. Wir.
Wenn ich an uns denke, meine ich mich, meinen Vater, meine Großmutter, meine Tanten und die Nachbarinnen von Sebastian Bandera. Und was könnten wir schon wissen? Abgesehen von dem, was von unseren Vorfahren überliefert worden war und was wir um uns herum aufgegriffen hatten. Alles, was unser tägliches, augenblickliches Leben ausmachte. Unseres ist gleich ihres. Denn mein Leben mit 7, 8 Jahren bedeutete keinerlei Erfahrung. Ich schwankte zwischen der Bewunderung für Sebastian Bandera und dem respektvollen Schweigen vor jenen Verwandten, die gemessen den Kopf schüttelten und versicherten: verrückt. Sebastian Bandera war verrückt, er brauchte nur noch eingeliefert zu werden. Sie flüsterten und verstummten, wenn Kinder hereinkamen. Es gab verbotene Themen, von denen man nicht sprach, wenn die Kleinen sich näherten. Es gab, wenn ich mich recht erinnere, unter den Menschen, die Sebastian liebte, nicht einen einzigen, der ihn ermutigt hätte. Nun, es gab einen, der sicher war, dass das Rad sich drehen würde. Mich. Ich war jedoch auch anderer Dinge sicher, die die Erwachsenen nicht verstanden. Mein Bambus war ein Schwert, die alte Schüssel ein Schiff, der obere Teil der Mauer ein Flugzeug, die Hühner Monsterraubvögel. Nur Sebastian und ich hatten eine blühende Fantasie. Die anderen redeten nur immer vom Impuls. In meiner Kindheit hörte ich ständig davon. Als ich kein Kind mehr war, bemerkte ich eines Tages auch, dass Sebastian gestorben war. Ich habe nie herausgefunden, wann und wo. Plötzlich war er aus meinem Leben verschwunden, hatte sich verflüchtigt. Ob er eingeliefert worden war? Oder war er gestorben? Habe ich die Erinnerung an seinen Tod ausgelöscht? Es muss eine Totenwache, Kaffee, ein Begräbnis mit weinenden Leuten gegeben haben. Keine Familie würde darauf verzichten. Der Schmerz bei dem Trauerzug durch die Straßen, die notwendige zur Schaustellung der Tragödie, die Suche nach Trost und Mitleid. Irritierend, an diesen Impuls zu denken. Jedenfalls wird zu einem gegebenen Augenblick ein physikalisches Gesetz, das die Menschen nicht kennen, das Rad zum Drehen bringen. Temperaturschwankungen, das vom Tau benetzte Holz, das dann trocknet, ein Zusammenziehen an der Achse, das musste eine Bewegung hervorrufen. Ich verbrachte Stunden auf dem Hof voller Steine, Blätter, Flaschen, Büchsen, Hölzer, Schrauben und Drähte und spielte, während ich mit Sebastian Bandera auf den Impuls wartete. Jetzt sehe ich die bewundernswerte Geduld dieses Mannes, wie er reglos vor seinem vollkommenen Mechanismus sah. Denn er war absolut sicher, dass er vollkommen war. Und er würde sich Jahre über Jahre drehen können, bis Achsen und Teile sich abgenutzt hatten und nicht mehr ineinander griffen. So saß Sebastian unter dem Mangobaum, einen Strohhut auf dem Kopf, ganz aufgeregt und wartete von morgens bis abends. Sein Gesicht war nicht undurchdringlich. Er schien glücklich, vertrauensselig, zuversichtlich, dass das Rad sich drehen würde. Er glaubte fest daran. Er hatte in keiner freien Minute 40 Jahre lang vergeblich gearbeitet, hatte nach seiner Pensionierung keinen einzigen Tag vertan. Jetzt verfehlte nur noch wenig bis zur Perfektion.
Nur jene einfache, harmonische, leichte, schweigsame Bewegung. Sebastian Bandeira hatte das Gesicht eines Heiligen mit seiner mageren, gelblichen Figur, dem schütteren Bart und dem leuchtenden Blick vor dem Gewirr aus Holz und Draht, das er geschaffen hatte. Ein Heiliger neben dem Altar, hoffnungsvoll wartend. Ich musste oft daran denken, ob der Fehler, der Irrtum von Sebastian Bandeira nicht vielleicht gerade dort lag, in seinem Warten, in der Sinnlosigkeit jener nicht genutzten Zeit, während der Impuls nicht kam, nicht kommen würde, niemals. Er starb, ohne dass die Maschine sich je gedreht hätte. In mir dämmerte die Erkenntnis, dass der wirkliche erste Antrieb Sebastian selbst gewesen war. Seine Berührung, die Energie, die sich von seinem Körper auf den Mechanismus übertrug. Denn in Wahrheit gab es nur einen ersten Impuls, der sich dann fortsetzen würde. Genauso wie die Rädchen dieses verrückten Mechanismus sich durch kleine ineinandergreifende Zähne in Bewegung setzen. Eins stößt das andere an und das letzte wieder das erste. Leider war ich ein Kind und Sebastian ein Träumer. Und wir wussten nicht, dass auch wir nur ein verbindendes Glied sind.